Wir fangen an. Alle in 3-Meter-Raum. Wir laufen rückwärts, nicht gerade, sondern so ein bisschen, wie wir vielleicht in der Annahme auch mal brauchen. So leicht, genau, so leicht seitlich, Shuffle Steps. Wenn ihr das erste Hütchentor erreicht, ändern wir die Richtung bis zum zweiten Hütchentor. Sobald wir hier durch sind, rennen wir geradeaus, also die Richtung, die die Brust zeigt dann, geradeaus zum Hütchen, das an der Seitenlinie ist, so schnell wir können, hierhin. So, machen wir 4-mal. 2-mal rechts, 2-mal links. Wichtig ist, dass wir hier hinten nicht, Wechsel, so einen Bogen machen und irgendwie zum Hütchen kommen, sondern hinten raus, Stopp und schnell Antritt. 3 Schritte mehr brauche ich nicht. Los, nacheinander weg. Ja, passiert nichts. Los, seitlich rückwärts, wechsel die Seite und schnell, 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 genau. Und schnell. Los, hinterher, hinterher. Rückwärts laufen, das vorwärts. Genau, wechsel die Seite und Antritt. Und ihr könnt ganz schnell hintereinander. Die nächste, genau. So, wer hat denn angefangen? Gut. Die Idee ist rückwärts und so ungefähr 45 Grad. Es ist nicht Sidestep und dann wechseln. Es ist ja, rückwärts, die Brust zeigt immer noch zum Netz und dann der Wechsel. Probieren. An Richtung und los. Und so schnell es geht, alles machen. Schnell ums Hütchen und Antritt. Die Hütchen, da müsst ihr nicht nachgucken. Ihr lauft dran vorbei, das kriegt ihr schon mit bei den Linien. Nicht nach hinten gucken, ist nicht nötig. Du solltest doch warten. Kein Problem. Gut. Ihr lauft auf mich zu. Schnell. Ja, nicht volles Tempo, aber schnell. Kurz bevor ihr die Hütchen erreicht, zeige ich eine Richtung. Und ihr stoppt ab, geht schnell um das Hütchen rum und versucht wieder die Seitenlinie vor dem Hütchen zu passieren. Das heißt, wir haben wieder so eine Ecke drin. Ja, nicht einfach nur da schräg zur Seite laufen, sondern Stopp, neue Richtung. Fertig? Schon mit Tempo zu mir, los. Hier. Und der nächste, gleich hinterher, los, 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 hier. Da. Los. Oh, keinen Bogen laufen, keinen Bogen laufen. Stoppen und drehen, hier. Stopp. Gut, schnell drehen, hier. Stopp am Hütchen und Antritt. Schnell drehen, neuer Antritt. Schnell drehen, neuer Antritt. Gut, hier. Hier. Gut, so. Eine Runde machen wir noch. Los. Gut, 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 gut. Schnell die Richtung wechseln. Schnell Stopp und Start. Schnell die Richtung wechseln. Hier. Da. Da. Hier. Da. Ja. Vorsicht, aber. Sorry. Da. Gut. So, kurz verschnaufen. Also als Variation natürlich wieder Hütchen aufstellen, wie ihr wollt. Mit Sidesteps reinlaufen, rückwärts reinlaufen, vorwärts reinlaufen. Ihr gebt Richtung. Theoretisch könnt ihr auch stehen und den Ball in die Richtung werfen und die müssen dann schnell den Ball, bevor sie ihn kriegen, solche Sachen. Was ich manchmal ganz gern mache, ist die Frage, vielleicht nicht bei den ganz Jungen, dass, wir können es mal ganz vormachen. Kommen wir die ersten 3 einfach hier an die Hütchen ran. So, ihr macht einen kleinen Schritt Anlauf, springt über die Hütchen drüber. Wenn ihr in der Luft seid, zeige ich die Richtung. Ihr müsst landen und schnell los. Alles klar? So, einfach drüber springen. Der nächste gleich hinterher. Ja, es geht gar nicht um einen hohen Sprung, es geht nur darum, dass ihr, genau, nur zum Vormachen, dass ihr eben in der Luft schnell merken und schnell starten müssen. Alles immer nur 3 bis 4 Meter.